Jetzt bei hier noch eine Truhe. Dietrich, ernsthaft? Eine Pazzolli-Matte. Pazzolli ist angeblich eines der ältesten Spiele in Amerika, das von allen gesellschaftlichen Schichten gespielt wurde. Nicht selten setzten die Spieler in einer einzigen Runde all ihre weltlichen Besitztümer, von Decken und kostbaren Steinen über Häuser bis hin zur Freiheit ihrer Familie. Makui Schottschitl, der Gott der Kunst und Spiele, galt als aktiver Teilnehmer an diesem Spiel und war dafür verantwortlich, den Gewinner mit Opfergaben zu beschenken. Unglaublich, was sie alles für ein simples Spiel riskiert haben. Manche Dinge ändern sich nie. Ja, kannst du laut sagen, Lara. Das erinnert mich gerade ein bisschen an mich letztens in New Vegas, also Fallout New Vegas, als ich angefangen habe, irgendwie 500 Kronkorken auf Blackjack, bei Blackjack zu verwetten. Ja, ich habe das komplette Geld verloren und ich könnte mir immer noch dafür ins Knie schießen. Ich will wenigstens noch ein Grab finden, ey. Noch ein Monolith. Hallo. Bishaveli Shik, Helanin Willi Kuntun, Itzulul Kolel Guaye. Pisco sagt, ich soll mit dir reden. Ach, Pisco. Utzulubulten. Hast du andere Fremde gesehen? Chen Kuntul, Kitschkelem Kachil, Utzjetel Jutzil Mak. Etja kuntaba, vale, humpel ya kunagma unahi, makamben kuyalik, umuchkilich kunesahil gugulkan. Wie schrecklich. Tut mir leid. Patenkimil, kashente poco. Tu ospel kinile, tinka machle kimilo, le tunka tu kashten, le zulul mako, tu wachen jetel tutsaken. Wer war er? Ma inwohel bishukabai, sokuman jabhab. Palekeshika in Kaile, Jankin Kimbin, Shimbal Tepukubo, Tushanukule Kondor, Solekin Moli Kukumop, Bejokupakta Luka Halten. Eine bemerkenswerte Geschichte. Danke, dass du sie mir anvertraut hast. Nibolal Jola Wujikenishik. Wow, das ist eine krasse Geschichte. Kann ich auch noch nicht lesen, oder? Ich kann den Dialekt nicht bestimmen. Dann lass es, Lara. Die Typen machen mir irgendwie Angst mit ihren fetten Rüstungen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Oh, hier ist was. Ich habe das Gefühl, ich bin auf dem Weg in den Grab. Das müsste Mam gewesen sein. Gott des Lernens, ja, der Darstellung von It's... Itzamna? Itzamna ist der Sohn von Hunabku, dem Schöpfergott der Maya. Als Gott der Bildung war er für die Erfindung der Schrift und Bücher verantwortlich, was ihn zu einem wesentlichen Faktor in der Entwicklung der Maya-Kultur machte. Er war außerdem der Gott der Landwirtschaft. Er schuf den Ackerbau und wachte sogar über die Ärzte, die die Menschen mit Hilfe seiner glühenden Hand heilten. Itzamnas Aussehen ist normalerweise das eines Reptils. Aber man kannte ihn auch als Kinichahau, einen Feuerara, der für die Zahl 4 stand und für Dürren und Krankheiten verantwortlich war. Okay, das ist echt irgendwie merkwürdig. Auf der einen Seite, beispielsweise jetzt Kukulkan, er ist ja gleichzeitig Gott der Schöpfung und auch Gott der Zerstörung. Und bei ihm ist es jetzt halt auch so, auf der einen Seite ist er quasi Gott des Erschaffens, also hier Landwirtschaft, Wirtschaft, Ackerbau und so weiter. Und auf der anderen Seite halt auch der Gott der Zerstörung in dem Sinne, weil er halt auch für Dürren und Krankheiten verantwortlich war. Laut Mythologie und so weiter. Es ist irgendwie schon echt merkwürdig. Wiedergeburt und Neuanfang. Die Paitizianer schlossen untereinander Frieden und folgten Iskayawa nach dessen kürzlichem Aufstieg zum Herrscher zu einem Ort in den Bergen, um dort neu anzufangen.
Sie waren überzeugt, sie würden die Fehler ihrer Vorgänger nicht wiederholen. Okay. Maske des Feuergotts, eine Maske. Diese Maske weist aztekische Einflüsse auf und ist mit verschiedenen in der Umgebung von Paititi heimischen Objekten verziert. Okay. Schick ist sie auf jeden Fall. Geil, ich kann die Monolithen lesen. Aber Mann, ich wollte jetzt eigentlich mal zumindest ein Grab finden, damit ich mich da vorstellen kann und wir im nächsten Part das Grab beginnen können. Ohne Karte. Kondor. Toll. Sind das Grabeingänge? Ne, Wandgemälde. Toll. Ey, das ist mega nervig. Ich freue mich hier auf Gräber und dann kriegst du nicht. Och, Manno. Lara, was zum Teufel? Kies. Dafür habe ich nicht genug Platz. Gut. Okay. Hey, jetzt fange ich wieder an, gegen Wände zu laufen. Es wird super. Okay, das war dumm. Ja, ist verständlich, dass du mich dumm anguckst. Das beschreibt etwas in der Nähe. Kanäle bringen Wasser zu den trockenen Bereichen des Dorfes. Und sie haben mich mit sich genommen. Okay. Ja, sorry, ich wollte dich gar nicht anrempeln. Tut mir leid. So. Huch, wer ist denn das? Ushutalishik. Kubatel Guamehen Balal. Jetele Halachobo? Das gehört wohl einfach dazu. Grenzen austesten. Sind Sie in Gefahr? Ma. Leachkananobo Sahakunskobo. Vale. Tutanke Milobe. Kuchinkob Jetel Tunich Leachkananobo. Kleine Kinder, die mit Stein nach Wachen werfen. Ist jetzt vielleicht nicht so optimal. Fett? Ja, okay, das macht Sinn. Tierfett wahrscheinlich. Ich will da nicht hin, verflucht. Tödliche Erdenmutter, eine Darstellung der aztekischen Göttin. Ich kann es nicht aussprechen. Eine vollbusige Frau, um deren Hüften sich Schlangen ranken. Das ist Coatlicue, was wörtlich übersetzt so viel wie Schlangenrock bedeutet. Ein weiterer ihrer Namen ist Teteo Inan, die Göttermutter. Sie brachte den Mond und die Sterne zur Welt und hatte mehr als 400 Kinder, unter anderem den Sonnen- und Kriegsgott Huitzilopochtli. Neben ihrer Rolle als Mutter gilt sie außerdem als Zerstörerin allen Lebens. Es heißt, sie selbst wurde geopfert, um das derzeitige Zeitalter der Schöpfung herbeizuführen. So viel zum Thema. Es ist halt wieder dieser Kontrast. Ich habe das Gefühl, dass es bei allen diesen alten Kulturen aus dem amerikanischen Raum so, dass sie all deren Götter eine gute und eine extrem schlechte Seite haben. Also eine extrem gute und eine extrem schlechte. Jetzt zum Beispiel bei... Ich kann diesen Namen nicht aussprechen, ich werde es auch nicht probieren. Bei ihr ist es halt
auf der einen Seite die Göttermutter und halt auf der anderen Seite auch die Zerstörerin allen Lebens und so. Es ist halt schon echt ein merkwürdiger Kontrast. Etli yetel tene sukim bashalon mantats balemain wil tilekinova beijing walling wohel bashtene jam bashop kanan tiubetik kanan tial tulakalon baleta kingwilik mishmak pulik tunichach kunachtal ichilial kajo. Oh Gott, das sah gerade so aus, als hätte er nur ein halbes Bein. Chika hil bashku yalik lechilamu vale. Tile tikuyal al bashukat le yuntzilobu. Mashon tial kak ap el old egbel. Hab ich sie jetzt geschubst? Das wollte ich gar nicht. Da unten ist was. Eine Kiste, an die ich von hier aus nicht rankomme. Oh? Das Ding kann ich doch niemals unter Wasser entziffern, das glaube ich nicht. Oh doch. Lol. Hey, die Darstellung von Viracocha. Hier wird die Geschichte von Viracocha erzählt, des Vaters aller Schöpfung. Er erschuf den Himmel, die Erde, die Sonne und Sterne, den Mond, die Zeit selbst sowie sämtliche Lebewesen, einschließlich der anderen Götter. Viracocha galt zu Anfang als oberster Gott der Inka. Doch im Laufe der Zeit ging diese Ehre auf seinen Sohn Inti über, den Gott der Sonne. Seine Verbindung zum Meer behielt Viracocha jedoch bei. Wörtlich übersetzt bedeutet sein Name so viel wie Fett oder Schaum des Meeres. Okay. By the way, Viracocha kann ich wahrscheinlich auch nur so gut aussprechen, weil ich sie aus dem Begriff aus Tomb Raider 7 schon kenne. Diese ganzen Götter sind extrem schwierig auszusprechen, wenn du es halt noch nie, zumindest auch noch gehört hast, wie es ausgesprochen wird und so. Ich glaube, meine Festplatte ist gleich voll, aber ich wollte halt noch ein Grab finden, Mann. Das regt mich auf, ich finde kein Grab. Solche. Eine Darstellung hunderter Menschen, die an einer Krankheit sterben. Oder erliegen. Ey! Es ist... Verdammt. Ah, hier ist es. Als nach der langen Dürreperiode endlich Regen fiel, verließen die Ratten ihre Baue, um nach weiterer Nahrung zu suchen. Und mit den Ratten kamen die Plagen. Jene, die von ihnen befallen wurden, bluteten aus Nase und Ohren, bevor sie einen qualvollen Tod fanden. Sie starben in so großer Zahl, dass einst belebte Städte verlassen zurückblieben. Holy shit! Klingt mir, also von dem Gesichtspunkt aus gesehen, dass da so viele bei draufgegangen sind, ein bisschen nach der Pest, beziehungsweise halt dem Schwarzen Tod, je nachdem, wie man es jetzt bezeichnen will. Klar, die Leute sind, glaube ich, auf eine etwas andere Art und Weise gestorben, aber es ist schon vergleichbar irgendwie. Und der Hauptüberträger war ein Parasit, der sich auf Ratten gefunden hat. Also in der Hinsicht, ja, kann man schon vergleichen. Ich dachte gerade, ich habe den Kleinen wieder umgerannt. Ich bin heute besonders gut darin, kleine Kinder umzurennen. So viel zum Thema. Oh, hier ist jemand. Hallo, gehörst du zu den Verstoßenen? Ich bin Laura. Pisco schickt mich. Pisco le kimene. Tu tuste chwaye. Chehel tabech tu bashalil patoli. Nein, ein Junge namens Taki hat seine Würfel verloren. Ich will sie zurückgewinnen. Pisco gibt sie mir aber erst, wenn ich mit allen Verstoßenen geredet habe. Helanin willig matuyotach bashalta wetel yolali? Tut er. Ah, malob.
Chenku pachtal in walik te che. To holchin taben, hebish pisco. Luke sapten meyaj, yetel tsel kunexaben. Vale, mayol jumpel lobili, yol jumpel baltim betaj, yetel helin kabetike. Was ist passiert? Te chi jana palal? Nein. Mishten, ma, mauts oltaben tumelichel. Vale, en shunalile, anchak ostul, upalal tzole, ten ush alanzahil, tu ostulil. In yamob beyin tialobe. Vale, zel kunexaben. Was hast du getan? Okolen, Lara. Was hast du gestohlen? Humpel lech kalil jade. Warum? Kayara leutupilo, tu gilagle lechka, kabinon eximbal, juntuletai. Tu chag, yan kach uchukul, yan kach utohol chintal, tzole chen chan chupal, tin walaje ten chaej. En shunani le tujan paitachten le leshkalo tu puchak lum kashikih tohol chintaben yol lelo. Das tut mir so leid. Maulubula woltin wolal. Wakakabechake elenkabetike kayara tu chak unatzole beklae utzkushlik tene beklae uchuyen ischel hebish ukansilen inae. En kayara yankin kutal ushimbalten. Danke für deine Geschichte, Chaska. Kayara hatte Glück, dich zu haben. Schick der Chuzili, schick. Okay. Hier ist noch was. Quechua-Einbericht, Unuratus Krönung. Unuratu ging durch die Menge zum Thron, stellte sich jedoch daneben, ohne sich zu setzen. Warum glauben wir diese Lüge noch immer? Fragte sie die Menge. Kukulkan beherrscht diese Stadt und ich werde nicht länger lächeln und so tun, als wäre es anders. Ich werde keine Marionette sein, die auf seinen Befehl hin winkt und lächelt. Die Wachen schnitten ihr das Wort ab und führten sie fort. Dann rückten sie mit gezogenen Waffen vor, um die Menge aufzulösen. Oh. Krass. Ich glaube, meine Festplatte läuft gerade wirklich voll. Deswegen, hier machen wir dann im nächsten Part von Shadow of the Tomb Raider weiter. Wie gesagt, wir sehen uns im nächsten Part hier. Und bis dahin, ciao. What a waste for you.